Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, es geht weiter mit dem Ernten. So. Ah, der will das hier wohl nicht so ganz. Das ist irgendwie so ein bisschen suspekt mit dem Gebäude nebendran. Ja, egal. Da muss er durch. Der Kollege hat hier ein klein bisschen Probleme. Ist aber die Frage, warum? Warum hat es der gerade hier so ein bisschen Probleme? Okay, jetzt ist er wieder hier hinten auf dem. Da sind wir schon mal bei 3. Irgendwie mag er das jetzt gar nicht, ne? Na, dann schauen wir jetzt erstmal ein bisschen zu. Ich würde gerne wissen, wo der Fehler gerade ist. Oder warum er da auf einmal stehen bleibt. Auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Jeden Fall die Lok sagt erstmal nichts. Vielleicht sagt es jetzt gleich was, wenn er wieder steht. Ich drehe jetzt einfach mal um. Mal gucken, was er dann sagt. Also er fährt hier auf jeden Fall schon mal weiter. Was sagt denn eigentlich der Kurs? Ah ja, Moment. Ich glaube, ich weiß, was Phase ist. Irgendwie spinnt hier der Übersatz von der Bahn in diese Bahn. Mal schauen, ob wir jetzt hier richtig sind. Mal hier anwählen. Wir müssen noch ein kleines Stück zurück. So, hier sind wir richtig. 26, ja, das passt ungefähr. Jetzt müsste er theoretisch hier ganz alleine weiterfahren. Theoretisch. So, dann haben wir die erstmal dastehen. Dann fahren wir schon mal Richtung zum Abtanken. So. Ja, das wird auch noch schön, wenn wir hier die Ballen pressen. Ja, da ist ordentlich Vorsprung wieder der Drescher, weil wir uns mit bisschen mit dem sagt's mir, er muss ja ein bisschen mit dem Big M beschäftigt. Ja gut, da warten wir, bis er jetzt umgesetzt hat auf die Querbahn und tanken wir ihn dort ab.
kleinen Kollegen hier. So, bleib erstmal hier stehen. Ja, du darfst gerne zurücksetzen. Vielen Dank. Darfst auch gerne wieder ansetzen und weiter dreschen. Minjung. Ah, das macht er sehr gut. Ja, das mag er nicht so ganz, diese Kollision. Du darfst hier gerne abbunkern. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wir dürfen auch gerne mit 10 km/h fahren. Das ist ja das Feld, was wir dann mit Sojabohnen machen. So, und das Weizen können wir auf jeden Fall erstmal. Das Weizen fahren wir jetzt erstmal in unser Silo. So, das fahren wir jetzt ganz entspannt ins Silo. Haben ja jetzt ein bisschen Zeit. So. Zack, die Bohne. Also hätte erstmal die Plane zumachen sollen, ne? Bevor wir hier noch Getreide verlieren, das wollen wir ja nicht. So, und da wir ja selber fahren, können wir auch hier reinfahren. Müssen dann nicht extra wieder außen rum. Einmal abladen. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Weizen im Silo. 130.000, das ist gut. Da bekommen wir nämlich wieder ein bisschen Futter für unsere Hühnchen. Jetzt können wir ja offen fahren. Wir haben ja keine Frucht drin, wo verloren gehen kann. Was sie ja auch nicht tut, ne? Also, sie kann ja nicht verloren gehen. Oder sagen wir so, sie geht nicht verloren. Also da ab zum Feld. Und ich würde sagen, dann können wir uns ja erstmal da stehen, da abstellen. Und dann schauen wir, was wir dann des Weiteren machen. Der drischt hier schön gemütlich weiter. Der Kollege, der hat jetzt erstmal Stillstand. Und da werden wir definitiv dann auf jeden Fall baggern im Winter den Graben hier aus. Das ist zwar nicht viel. Einmal hier nach hinten. Und das war's dann. Aber es ist ein bisschen Arbeit, was wir dann haben für den Winter. So. Und dann fahren wir jetzt erstmal mit dem Radlader.
zum Hof zurück. Ihr zum Hof. Wir wollen natürlich zum Hof. Fahren zum Hof zurück und wollen zum Hof. Klingt logisch. Das können wir hier theoretisch, glaube ich, schon einschalten. Wir sind in 3 Minuten ist er dann bei uns am Hof. Der Gute. So. Warte mal kurz, bis er sich ausgeklappt hat. Das heißt auch, wir sind in dem Fahrzeug dann. Halt falsch. Hier muss ich ja hin. Hier müssen wir ja hin. Job erstellen, Feldarbeit. Genau. Öffne Schließe. Wir haben da 17 Meter. Es soll 2 Vorgewände fahren. Es soll natürlich auf den Bahnen starten. Nicht rund, scharf soll er das machen. So. Davon generieren den Feldkurs. Ja, tipptopp. Okay, er fängt hier an und macht diagonal. Nee, 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 das gefällt mir gar nicht. Längste Kante. So gefällt mir das schon besser. Fährt er halt hier an und dann fährt er erstmal hier nach hinten. Und dann setzt er hier an und dann geht's los. Genau, da sind wir bei der 48. Ah, ich sehe gerade, ich habe hier einen kleinen. Jetzt weiß ich, wo sein Problem ist. Kleinen Moment, das werde ich jetzt schnell beheben. So, bin wieder zurück. Und zwar war das kleine Problem. Ich spiele ja nebenbei noch auf einem Server, auch auf der Marsch, und hatte da einfach noch meine Curseplay-Kurse drin. Also das ist ein bisschen doof gelaufen. Habe ich vergessen zu ändern, aber jetzt stimmt der Kurs wieder. Oh, wir fahren jetzt einfach schnell in das Gemähte schon mal rein. Da kann uns der Big M nämlich nicht viel machen. Eben und bei dem Server hatte ich eben so diagonal die Striche, deswegen ist er da so ein bisschen komisch gefahren. Aber wenn ich jetzt hier mitten reinfahre, dürfte mir eigentlich theoretisch nichts passieren. Zack. So. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo ist denn unser Drescher? Okay, der fährt dann nach unten. So. Schauen wir, dass wir in die nächste Fuhre Weizen holen. Aber ich glaube, jetzt hat er eh das Rohr dann auf der inneren Seite. Ja, jetzt müssen wir warten, bis der volles rausfährt und wir ihn abbunkern können. Ja, das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Das war ein bisschen doof gelaufen. So. Aber wir stellen uns jetzt einfach hier hin, lassen den Motor schnell laufen. So. Wir brauchen ja auch noch den Schwartkurs. Dann tun wir uns den jetzt halt schnell erstellen. So. Fahrzeug ist nichts drin am Kurs. Zack. Genau, 2 Vorgewände, scharf, soll auf dem Bahn starten. Natürlich soll er hier nicht. Oh, upsala. Soll er hier natürlich nicht. Soll hier auch die längste Kante natürlich nehmen. Ja, da startet er halt immer so ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal, und endet ein bisschen blöd auf dem Feld. Aber das ist ja erstmal egal. Schwaden 15 Meter. Das ist ja erstmal egal. So.
hier. Und jetzt müssen wir natürlich den hier wieder anwählen, weil der der Drescher gleich voll ist. Ich muss das gleich zurücksetzen. Ich weiß nicht, warum der Radlader da stehen bleibt. Wahrscheinlich, weil er dann... Ach, der bleibt am Schneidwerk hängen. Alles klar. Der bleibt am Schneidwerk hängen. Das darf ich auf jeden Fall erstmal abbunkern. So. Aber gut, meine Freunde, das war es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.